So Leute, da sind wir beim nächsten Update-Video. Es ist schon wieder ein Monat rum. Krass. Und der Monat ging schnell rum. Also haben wir in diesem Monat wieder, was war letzten Monat, was passiert nächsten Monat, wo stehen wir aktuell? Und diesmal etwas anderes, weil wir machen diesmal keinen Kanal des Monats, es tut mir leid. Aber ich habe eine Ankündigung für ein Gewinnspiel, zu dem jetzt wahrscheinlich alle hinspringen werden und sich nicht mehr dafür interessieren, was ich in diesem Video zu sagen habe. Brain, Blackie. Für die Leute, die da geblieben sind, wir hatten einen crazy Monat. Richtig schönen crazy Monat. Wir haben mega viele Abonnenten bekommen, was mich mega gefreut hat. Ich habe einige Short-Videos hochgeladen. Ja, ich weiß, die sind nicht so beliebt. Aber wie anders soll ich euch sonst die selbstgemalten Token von einem Abonnenten zeigen? Oder was hatten wir noch? Wir hatten die Secret Lair Playmat hatten wir noch. Und die Unterschiede zwischen den beiden Amonette Rucksäcken hatten wir auch noch. Theoretisch noch das Short von den Dingen, die kommen werden, von dem Wizards-Paket, was ich ausgepackt habe, was gestern kam. Aber zuallererst, und das etwas, was mich ziemlich begeistert, ist, der Blacky Talk war wieder beliebt. Ich liebe es, ich finde es toll. Ich bin nächsten Blacky Talk schon vorbereiten und ja, das war, warum Singular die Zukunft von Magic sind. Da war einiges los. Fand ich sehr interessant, eure Kommentare, eure Reaktionen, dementsprechend sehr, sehr cool dafür. Wir hatten wie immer Gameplays, wir hatten einen wirklich bunten Mischmasch, wir hatten Doomsday, also wir hatten als Combo, wir hatten Ursa gegen Meervolk, also so richtig Oldbacken-Sachen, wir hatten Madness gegen Omnitel, so das Combo gegen Combo auf die Schnauze und Deadgear Affinity gegen WW-Pile, was halt beides so ein bisschen Brewdecks sind, was echt cool war, muss ich einfach sagen, das war ziemlich cool, das hat Die Gameplays diesen Monat waren echt spitze und cool. Dazu, wie immer, zwei Decktags. Wir hatten auf der einen Seite UB Delver, weil euch das von eurer Seite aus gewünscht wurde. Dementsprechend war das Klickrad etwas verhalten. Muss ich schon sagen, dafür, dass ihr euch das gewünscht habt, unbedingt zu sehen, wie man mit Doty, Voidwalker und Emrakul castet. Ja, war das ein bisschen verhalten, aber okay. Dafür war dann aber das Topter-Combo-Deck sehr, sehr beliebt. Was mich sehr gefeiert hat, weil, ja, Ursa Topter-Combo ist halt so, Topter-Combo ist, oh, ist meine alte Liebe. Ich kann es nicht oft genug sagen, dementsprechend sehr, sehr cool. Dazu habe ich für euch die beiden Pioneer-Decks aufgemacht, also das Blue-White Spirits und das White-Black Auras. Die anderen werden wahrscheinlich nicht kommen, es sei denn, ich komme noch irgendwie an das Burn dran. Das andere, nee, nicht mein Fall. Zusätzlich kamen wieder eine Menge Booster, Throne of Eldraine, Modern Horizon, was hatten wir noch alles? Wir hatten echt coole Sachen, Ixalan, so für ältere Sachen, Anführungsstrichen ältere Sachen. Und ja, dann hatten wir natürlich noch das Display-Opening von den Collector-Booster von Crimson War, wo ich fast ausgerastet bin, weil es echt schwierig ist, die Dinger zu öffnen. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Collector-Booster geöffnet habt. Wenn ja, habt ihr auch so gelitten? Also ich habe es danach nochmal probiert, die sind alle kacke. Die sind wirklich, dieses Papier, dieses, das ist so schwierig. Das ist, oh nee, ich finde das ganz anstrengend, wirklich anstrengend. Ja, das war so alles, was letzten Monat abging. Aktuell stehe ich hier, ihr merkt, ich bin an einem sehr seltsamen Ort. Ich bin auf der Arbeit und mache Überstunden, unbezahlte, weil ich nicht wirklich Überstunden mache, aber ich bin halt auf der Arbeit und nehme da jetzt mein Video auf, weil ich werde es gleich auch noch schneiden und hochladen, weil ja, es muss heute noch rausgehen. Hi, es ist wirklich stressig und ich hoffe, zu Weihnachten rum wird es ein bisschen chilliger. Ich habe da auch ein paar Sachen noch geplant, die halt echt viel Zeit fressen und da kommt einiges im Dezember auf uns zu. Wirklich einiges und es ist cool. Es ist wirklich, wirklich cool, aber ja, lasst euch überraschen. Und damit kommen wir zum nächsten Monat, nachdem ich gerade schon geteased habe. Wir haben das Wizards-Paket, zu dem ich ein Video machen werde, und Blacky erklärt. Wir haben einen Blacky Talk. Es wird, ja, um Fehler von Magic-Spielern gehen. Seid gespannt. Ich habe Gameplays für euch. Richtig coole, richtig, richtig coole Gameplays. Vier Stück. Wahnsinnig cool. Deck. Habe ich zwei für euch. Zwei richtig coole Decks. Das eine ist so ein aktuelles Favorite. Auch wenn ich nicht weiß, ob das Ding Montag noch legal ist. Weil ich glaube, Montag sollen Bans kommen oder so. Oder ich habe zumindest gehört, dass Bans kommen sollen. Nach dem Eternal Weekend. Das wäre also dann jetzt. Dementsprechend, ja, mal schauen, was das gibt.
Auf der anderen Seite habe ich für euch vorbereitet einen Texas mal wieder. Yorion Texas, die neue Version. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Einfach nur, damit es mal nicht Artefakt, nicht blau oder sonst was ist. Deswegen wieder Texas. Es kommen noch andere Decks. Ich bin aktuell dran am Arbeiten, aber ich bin aktuell so hart auf der Artefakt-Schiene. Das ist für euch wahrscheinlich nicht so cool. Dazu mache ich noch zwei Sachen auf, jetzt zu Crimson War, und nicht nur, dass ich diese Booster aufmache von Magic und damit ein Video machen, produzieren möchte. Nein, da kommt noch mehr Crimson War Stuff. Ich werde die Commander Decks aufmachen. Spoiler, Commander Decks werden aufgemacht. Wer hätte das gedacht? Und dementsprechend, da kommt das und eine Menge Booster, wieder eine Menge Booster. Auch wenn ihr die nicht so feiert, es tut mir leid, die kommen trotzdem. Ja, und dann kommt bei Radio Ravnica noch was. Da solltet ihr gespannt sein auf die nächste Folge. Nicht die jetzt dieses Wochenende released ist, sondern die nächstes Wochenende released ist. Da kommt auch eine kleine Besonderheit. Ich glaube, Gamery und ich werden da vorher noch ein bisschen teasern. Das wird cool. Das wird richtig cool, denke ich. Und da kommt eine Kleinigkeit und bei mir auf dem Channel kommt eine Kleinigkeit. Das kommt aber erst nächste Woche Samstag. Da sind wir ja noch nicht. Aber das kann ich dabei sagen, ich werde jetzt die nächsten Samstage, also ab nächsten Samstag, jeden Samstag ein Opening machen von mehreren Boostern mit dem lieben Gamery zusammen. Das ist ja eine Art von Tradition, die wir haben schleifen lassen, weil die Tradition noch nicht so alt ist. Haben sie direkt mal schleifen lassen. Dementsprechend werden wir tatsächlich Booster aufmachen von Crimson Vow, Midnight Hunt und auch D&D. Warum auch immer D&D, aber ja, das haben wir nicht aufgemacht zusammen. Deswegen müssen wir es noch zusammen aufmachen und werden es zusammen aufmachen. Das wird witzig. Freut euch drauf, das wird mega, mega cool. Und dann mit dieser Ankündigung komme ich auch zur nächsten Ankündigung. Das Wichtige für euch, wenn ihr hierher gesprungen seid, vom Anfang. Böse. Guckt euch lieber das Video an. Es geht um das Gewinnspiel. Das Gewinnspiel, beziehungsweise die Gewinnspiele, werden so sein, dass ich immer in diesen Videos, die ich mit Gamery aufnehme, zu diesen Boostern, am Ende der Videos, also da, wo ihr dann alle hinklicken werdet, euch ein kleines Video machen werde darüber, wer in der Woche gewonnen hat. Also es gibt drei Sachen zu verlosen, es gibt drei Videos. Also es sind dann, wenn mich nicht alles täuscht, von den Tagen her, lasst mich spicken, 11., 18. und 25. Das sind drei Sachen, die ihr gewinnen könnt. Und zwar könnt ihr das hier gewinnen. Bam, bam, bam. Sehr, sehr coole Packs. Und zwar eine Mischung aus Ultimate Guard Kram und ein bisschen an Promo-Packs, die mir bereitgestellt wurden. Sponsor bei Ultimate Guard. Sehr, sehr cool. Danke dafür. Es sind coole Sachen dabei. Da sind Return to Earth Bowl dabei. Da sind Würfel bei. Da sind Cappies bei. Da sind Sleeves bei. Alles super cool. Und halt, wie gesagt, diese kleinen Promo-Packs, die lege ich noch von meiner Seite aus drauf. Mega, mega coole Aktion. Es freut mich mega, dass ich euch das anbieten kann. Letztes Jahr habe ich ein bisschen übertrieben mit den 24 Geschenken, die ich gemacht habe. War ein bisschen viel. Dieses Mal machen wir nur drei, dafür halt drei etwas coolere bzw. größere. Je nachdem kommt da vielleicht noch Secret was dabei. Was ihr dafür tun müsst und wie ihr ausgewählt werdet, ist ziemlich einfach. Seid Abonnent und dann kommentiert mein Video. Und das nicht dieses Video oder das nächste Video, sondern ein Video oder mehrere Videos in dieser Woche. Also ab Sonntag bis Freitag. Ich werde die Videos on point schneiden, also am Tag, am Samstag praktisch schneiden und werde dort dann eben jedes Mal eins der Videos, die ich in dieser Woche gemacht habe, raussuchen, random, per Würfel oder per Zufallszahl oder ähnliches. Und unter diesem Video werde ich einen Kommentar suchen. Das heißt, wenn ihr der Einzige seid, der unter diesem Video kommentiert hat, stehen eure Chancen 100%, wenn ich dieses Video würfel. Wenn ihr unter 6 Videos oder 7 Videos, je nachdem wie viele Videos ich produziert habe, überall drunter schreibt, habt ihr auf jeden Fall die Chance, dass ihr auf jeden Fall mit in dem Gewinnspiel dabei seid. Ja, das ist ein bisschen tricky. Es tut mir leid, aber so forste ich ein bisschen, dass ihr die Videos guckt, sinnvolle Kommentare schreibt und dementsprechend auch dann Leute, die viel schauen, viel einfach unter die Videos schreiben. Ich habe da ein paar Leute, die aktiv schauen und auch immer wieder Kommentare drunter schreiben. Wirklich danke dafür. Und da werden auch Videos kommen, wo auf jeden Fall haufenweise Leute drunter schreiben werden. Und dementsprechend, es wird lustig, es wird interessant. Vielleicht ist ja so ein Booster-Video, wo niemand drunter geschrieben hat, auf einmal doch attraktiv geworden. Wer weiß. Und wenn ihr gerade dabei seid, schaut das Video.
Wie gesagt, seid Abonnent, seid über 18. Die ganzen Sachen stehen da unten auch nochmal. Ihr müsst das Video liken und ihr müsst einen Kommentar unter dem Video haben, welches ausgewählt wurde. Und dann könnt ihr gezogen werden. Klingt komplizierter, als es ist. Gerade für Leute, die mich viel schauen und viel meine Sachen supporten und mich unterstützen und schreiben und liken und so weiter und so fort. Die sind sowieso mit in dem Pool dabei. Und für die Leute ist das so ein bisschen, dass die Leute, die mich viel schauen, immer auch viele Chancen haben zu gewinnen. Sozusagen mehrere Entries. Jedes Video ist ein Entry in den Raffle, wenn ihr möchtet. Ja, und das war's so viel dazu. Wir sehen uns spätestens im Neujahr wieder. Und bis dahin, Oblixit. Ciao, ciao.